Vor der Baustelle vom ehemaligen Schwarzen Bären in der Rheingasse leuchten seit einiger Zeit Werke von namhaften Künstlerinnen und Künstlern. Unter anderem Cornelia Ziegler, Alba de Zanet oder Jerusha Simone stellen dort aus. Was ist der Hintergrund von dieser außergewöhnlichen Galerie? Hintergrund ist die Baustelle per se, die natürlich ein bisschen das Leben nimmt von diesem Gebäude. Also es ist halt einfach nicht gerade sehr freudefördernd, wenn du eine Baustelle betreust. Und somit haben wir uns überlegt, was könnte man machen, um da wieder ein bisschen Farbe, ein bisschen Freude reinzubringen. Und da ist die Idee gekommen, dass wir Banners könnten designen lassen, malen lassen von Künstlern und wir dann ausstellen. Und da hat auch die Stiftung Edimarion keine Sekunde gezögert, wo wir ihnen das vorgeschlagen haben. Und wir haben aus dem dann ein selbsttragendes Projekt gemacht, wo mittlerweile es ermöglicht, dass Künstler auch ohne Aufwand, natürlich bis aufs Malen, was ganz groß Aufwand ist, aber ohne weitere Kosten, Materialkosten, können hier die Banners ausstellen. Hier übernimmt die Kunst die Aufgabe, dass es allen zugänglich ist. Es tut den Ort verschönern. Es bietet Plattformen wiederum für Künstler, um ein bisschen experimentell zu sein. Es zieht Aufmerksamkeit auf sich von ganz breitem Publikum, von Publikum, das nicht nur wegen der Kunst herkommt. Wir haben viel Laufkundschaft, wir haben Leute, die in der Rheingasse flanieren, die etwas trinken, etwas konsumieren und somit mit dieser Kunst eigentlich überraschenderweise bereichert werden. Es ist eine Aussage, die von der Nachbarschaft gern bestätigt wird. Diese temporäre Galerie ist für uns, für das Kraft, sehr wichtig, weil, wie man sehen kann, also die Baustelle, die ist extrem nah zu uns allen gerückt, auf diesen Teil von der Rheingasse. Dass Lennart so etwas initiiert hat, bringt einfach Farbe und Lebensfröhlichkeit, Lebensfreude. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Der Danilo Reiser ist der erste Künstler, der seine Banner nicht bedrucken lässt, sondern direkt bemalt. Der spezielle Ort gibt der Kunst eine eigene Dynamik, sagt die Kuratorin von diesem Projekt. Yeah, I think it's very nice to go with the art outside, on the street and in the normal like restaurant places. Ich denke, dass es gut ist, mit der Kunst rauszugehen. Auf die Strasse, in die Restaurants und auf Platz, um die Distanz zwischen Kunst und Publikum kleiner zu machen. Kunst ist für alle und alle sollten Freude daran haben. Hier können alle Kunstwerke sehen, auch wenn sie sonst nichts mit Ausstellungen zu tun haben. Alle können Teil von dieser Ausstellung werden. Everyone can be a part of the exhibition of the gallery in this way. Kreativität vom Unternehmer, der Mitinhaber vom Schmalen Wurf und von der Achbar ist, hat noch eine andere Herausforderung gemeistert. Improvise, adapt, overcome ist das Motto. Also wir sind sehr stolz darauf, wie wir eigentlich dieser Herausforderung hier begegnet sind. Also das ist eigentlich, so ich sage, eine sehr unglückliche Ausgangslage zuerst für uns. Also zum einen eine Baustelle, wo das florierende Grenzwert aus der Strasse vertrieben hat, zwungenermassen. Also ohne dass da jemand jetzt schuld ist, da muss ja verbaut werden. Und zum anderen ein Kransockel, der Platz nimmt auf unserem Almend, wo wir für gewöhnlich Tisch und Stühle haben. Und dann ist die wunderbare Idee von der Installation hinter mir entstanden mit Bravo Ricky zusammen. Die wird jetzt auch gerade noch grösser. Und auch dort haben wir rundum nur unterstützende Stimmen oder unterstützende Menschen um uns herum gehabt, die das möglich gemacht haben, also die keine Barrieren uns in den Weg gestellt haben.